Es war auch nichts da. Verdammt. Nichts zu holen hier in diesem Möchtegern-Armenviertel. Na gut, dann gehen wir halt wieder hier hin. In einer halben Stunde. So. Bye bye, Charakter. Wie lange er wohl braucht, um hier irgendwie wieder hinzukommen? Da ist er schon. Oder da war er zumindest ganz kurz. Okidoki. Eine tolle Tür mit weniger tollem Inhalt. Hier habe ich jetzt nachgeguckt gehabt, ne? Okay. Dann öffnen wir hier die Tür. Gehst du rein, kannst du rausgucken. Die arme Sau hat auch nichts dabei. Gut, dann nicht. Und jetzt kommen die Ratten an. Jetzt wird's lustig. Schalalalala. Hast du irgendwas Tolles? Nein, die kann ich gar nicht looten. Okay. Die kann ich also nur zermatschen. Und gut ist. Sie geben zumindest Erfahrungspunkte. Das ist sehr wertvoll. So. Kann ich hier die Tür öffnen? So, ich sollte vielleicht raus aus dem Kampf, ne? Tür öffnen. Da, 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 da. So, was haben wir denn hier? Kram. Mit ohne Zeug. Aha. Ein paar Spinde. Gummistiefel. Können wir noch gebrauchen für die Höhle, weil da sind ja so viele. Also, ich bin eh schon verstrahlt. Egal. Für diese Höhle mit diesen ganzen Giftlachen und so. Denn, um da halt gesund rüberzukommen einigermaßen, brauchen wir halt diese Gummistiefel, weil sonst kriegst du halt natürlich Schäden über die Glibber und so. Hallo? Sollst du da schon hier mal gucken? Ich glaube, hier ist nicht so viel. Das ist ein Tisch. Das war mal einer. Okay. Gehen wir hier wieder rein. Oder nicht. Ich würde schon sagen, überleben. Hallo, wo kommen wir da hin? Okay. Ratten, sie sind überall, sie sind überall. Es sind echt nicht wenig Ratten hier. Wenn man bedenkt, jedes Mal 25 Erfahrungspunkte, ja doch, das summiert sich dann schon, ne? Muss halt nur aufpassen, dass ich hier nicht gleich umfalle aufgrund von Tod. Das muss nicht sein. Wie er die aber auch zerfetzt. Wobei ich dieses brutale Gedönsding jetzt wahrscheinlich gewählt habe. Ratte dreimal verfehlt, viermal, fünfmal, sechsmal, krass. Ich bin einfach ein guter Faustkämpfer. Willst du mich verarschen? So. Ist doch nicht wahr. Mal ganz ehrlich. Kannst du auch übertreiben mit dem Verfehlen. Ein Regal. Wo ich nicht rankomme. So, jetzt aber. Im Regal haben wir nix. Saftladen. Ich kann mich nur wiederholen. Es ist einfach ein Saftladen hier. Ach ja. Aber die Ratten kriege ich weg. Das freut mich schon mal.
Na komm. Also ich glaube, ich fände das nicht so appetitlich, die ganze Zeit irgendwie auf Ratten einzudreschen. Und die dann jedes Mal so zermatschen. Mit der bloßen Faust. Na gut, mit dem Schlagring dran, ne? Aber... Ne? Ich kann mir ein appetitlicheres vorstellen. Oh, guck mal. Der hat aber auch nichts dabei. Haben die Ratten alles aufgefressen, was er dabei hat, oder was? Überreste von starker Bauer war das. Ah ja. Ah, dann geht's runter. Was ist das? Ein Sofa. Achso. Dann nehmen wir doch mal den Schacht nach unten. Okay. Und diese Höhle mal nicht verbindet mit dem anderen Gedöns. Da weiß ich auch nicht. Was haben wir hier? Nix. Wir haben auch nirgendwo irgendwas hier. Hier in dem Schrank vielleicht. Na, Munition. Ich habe zwar noch gar keine Waffe, aber hey, Munition. Was ist das hier eigentlich? Eine Maschine. Sieht aus wie eine alte Druckerpresse oder irgendein Produktionsklapparatismus. Na dann. Habe ich gerade einen Zug übersprungen, weil ich zu schnell Leertaste gedrückt habe? Kann sein. Zum Wohle der Ratte. So. Das war's zum Wohle der Ratte. So, jetzt ist hier irgendwo an der Seite so eine Ratte. Die muss weg. Wir wollen die ganze Rattenplage hier ausmerzen. Dann müssen wir einmal einen heftigen Präventivschlag machen. So. Guten Tag. Von uns zur Ratte. Wenn Geckos mal so einfach umzaubern werden, ne? Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, dann wäre ich schon ziemlich Millionär. Na, los, hau drauf. Ich einfach nichts treffe, ist der Wahnsinn. Bin ich froh, wenn wir hier endlich schießen können. In der Hoffnung, ich treffe dann auch was mit dem. Mit der Pistole oder so. Aber erstmal so ein Gerät haben. Und da kommt die nächste. Ich musste zumindest nicht löten. Ja, löten muss ich so auch nicht, die Ratten. Okay. Guten Tag. Gehen Sie sterben, bitte. Danke. Liegt da irgendwas Feines? Ein Messer. Nehmen wir mit. Man weiß ja nie, ob man sowas mal gebrauchen kann. Okay. Oh, wie riesig aber auch diese Tunnelanlagen hier sind, ne? Der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Oh, Knochen. Knochen. Ein riesiger Haufen ausgebleichter Knochen. Du kannst nicht erkennen, von welchen Wesen sie stammen. Hm. Kannst mir aber denken. Guten Tag. Alter. Weißt du, wenn ich mit meiner Verfehlungsrate hier den Gegner nicht töten, zumindest manchmal töten kann, warum haben das dann 500.000 Millionen Trüffel andere Treppersteller und Fallensteller und hast du nicht gesehen, denn nicht geschafft, weißt du? Das freut mich ja so ein bisschen. Aber gut. Ist wie es ist. Na komm. Das ist wow. Einfach nur wow. Aha. Geht doch.
Das sollte mich so langsam mal ein bisschen heilen, ne? Mit Erste Hilfe oder so. Für die Erfahrungspunkte. Eine klobige, aber effektive Bauernkarre. Ja, gut. Also kein... nichts zum Looten. Nicht, dass ich da mal reingucken kann. Jo, Tag, ey. Boah, wie viele Ratten da aus sind. Der Wahnsinn. Wenn mich die alle so hart verfehle, du, da, dann Prost Mahlzeit. Na, guck mal, noch mehr Knochen. Oh, ein Brecheisen. Nehmen wir mit. Sollte, glaube ich, vielleicht stärker sein als unsere andere Waffe hier. Jo. Die macht 4 bis 13. 3 bis 11. Ja gut, da ist das Ding wirklich schon besser. Aber, wenn ich mir nicht irre, können wir mit dem Brecheisen auch noch Türen öffnen. Weil da ist nämlich das, was ich gerade auch so ein bisschen so in der Stadt gesucht habe, dass vielleicht irgendwo ein Brecheisen liegt oder so. So, kleiner Roundhouse-Kick. Der nicht ganz so effektiv ist, wie ich mir es vorstelle. What? Du hast kritisch verfehlt und hast deinen nächsten Zug verspielt. Ja, sowas war auch. Es ist wieder like a Mammut. Ich sehe ein Fass. Toll. Fass, Mammut, Fass. Okay, dann haben wir das hier soweit durch. Können wir jetzt auf die nächst tiefere Ebene. Glaube ich. Guck hier nochmal. Nee, sonst liegt hier nichts. Dann lass mal runter. Und hier gleich mal heilen oder so. Und mal speichern. Speichern ist auch eine gute Idee. So. Und dann, wie gesagt, hier einmal Arzt und Erste Hilfe und tralala. Gibt alles Erfahrungspunkte. Na super, jetzt kommen wir zu den Maulwurfratten hier. Das kann ja nur gut werden. Yay, 4 Trefferpunkte geheilt, yay. Das Schöne ist halt jetzt auch, ne, wir kriegen ja ein bisschen mehr Erfahrungspunkte dadurch, dass wir hier der Schnelllerner dazu genommen haben. Eine sehr wichtige Fähigkeit, wie ich finde. Noch mehr Arzt. Yay, 7 Trefferpunkte geheilt, yay. Finden uns dann, glaube ich, nur noch 11 oder so bis zum Maximalgedöns. Aber nicht so. Wie sieht es eigentlich leveltechnisch aus? Ja, fehlt uns noch 1700 für ein Level-Up. Na gut. Kann sich nur um Jahre handeln. Bis ich immer irgendwann geheilt bin. Wenn ich jetzt Arzt mal besser geskillt hätte, ne? Kriegt er schon noch hin. Ich könnte natürlich auch einfach Heilpulver verwenden, aber warum, wenn ich denn hier auch, ne, heilen kann mit ein bisschen Erfahrungspunkte? Betonung auf, wenn das wirklich wenn nicht wäre. Jo. Nochmal 4 Trefferpunkte, nochmal 52 Erfahrungspunkte. Ich glaube, Arzt kann ich jetzt so nicht mehr benutzen, ne? Doch, geht immer noch. Nee. Du hast deine Fähigkeit mit dieser Fertigkeit überstrapaziert, warte ein bisschen. Ja, wenn ich mich dreimal, glaube ich, geheilt habe, dann geht das nicht mehr. Aber Erste Hilfe geht noch ein bisschen. Ich glaube, ich schaff's, 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 ich glaube, ich schaff's. Yay, 2 Trefferpunkte. Yay. Stunden später. Ist
mache ich eigentlich überwiegend jetzt gerade für Erfahrungspunkte. Soweit ist es schon. Hey, ein Trefferpunkt. Yay. Lohnt sich richtig. Ja, okay, gut. Ja, die Ratten wollen bekämpft werden, dann sollen sie das mal tun. Ne? Geh mal hier irgendwo lang.